Jedes Mal, wenn man euch in Call of Duty umnietet, seht ihr die Killcam, was? Schon mal überlegt, wer ist der Kerl hinter der Kamera? Das wäre wohl ich. Der Killkameramann. Das ist mein Job. Was hast du denn für einen verfickten Job? Ich mach das schon eine ganze Weile. Ich war im Zweiten Weltkrieg, in Vietnam, in der Zukunft. Egal was, ich hab's gefilmt, Mann. Und dann, der Advanced Warfare Havoc DLC kommt zu meiner Party. Die vier total durchgeknallten neuen Maps bringen euch aus einem Kernreaktor in der Wüste in ein scheiß unheimliches Clown-Hotel. Eine irre neue Waffe und Zombies in verfluchten Exo-Anzügen? Ich verrate euch was. Ich kenne Menge Scheiß. Aber nicht diese coole Scheiße. Da wäre diese neue Energiewaffe, der Widowmaker! Also damit schließt man keine Freundschaften! Und scheiße, ja! Nette Aussicht! Ihr habt keinen Bock auf die Killcam? Ja, dann lasst euch nicht abknallen! Ja! Lawine! Du bist komplett voll Schnee, Alter! Ich betrachte meine Arbeit als Lehrfilme! Guckt euch den da an zum Beispiel! Ich denke, das war eine lehrbuchmäßige Lektion, wie man sich nicht so dämlich anstellt. Ein alter Zombie-Trick. Innereien sind wie Rehpisten. Schmiert euch damit ein, dann riechen sie euch nicht. Laufen glatt vorbei. Na, was hab ich gesagt? Die sehen uns nicht mal, die alten Kack-Noobs. Ja, ich hab mich geirrt. Hab doch nix. Die sind schon tot. Also warum geben wir ihnen noch mehr Macht als Untote, indem wir sie in Exo-Anzüge stecken? Welches Genie denkt sich das aus, dummes Arsch? Ach komm schon! Kann man nicht mal in Ruhe kacken? Nur 5 Minuten? Jetzt reicht's! Echt jetzt! Lawinen, Laser, Zombies, ein Mörderclown. Scheiße, ich liebe den Job.